Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute weiter über Rechnernetze sprechen, weil wir haben gesehen, Rechnernetze, das ist dieser Zusammenschluss aus Systemen, die miteinander sprechen können, gell? Und dafür müssen sie eine bestimmte Autonomie haben, dass sie zumindest die Kommunikation selbst durchführen können, gell? Und ja, da gibt es ganz viele Beispiele. Und es gibt hier einen wichtigen Aspekt, das ist der Aspekt der Standardisierung. Gell? Und die Standardisierung, die gibt es in vielen Bereichen. Gell? Also wir haben in technisch Zeichnen gesehen, gell? Also da gibt es auch sogar die Blätter, die standardisiert sind, die eine bestimmte Größe haben, eine bestimmte Masse pro Quadratmeter. Gell? Und der Bleistift ist standardisiert. Gell? Also es gibt viele Standards. Gell? Und im Netzwerk sind Standards wichtig, gell? Weil hier verschiedene Geräte miteinander sprechen und weil man nicht nur für das Jetzt und Heute, sondern auch vielleicht für das Morgen noch etwas entwickelt, das eben dann langfristig im Einsatz ist und mit Geräten dann zusammenarbeiten wird, die nicht nur heute hier sind, sondern vielleicht auch noch in 20 Jahren. Gell? Das ist dann nicht sehr einfach. Gell? Und ja, wir haben da auch so Beispiele. Wir haben also auch den Zug, gell? Den Zug, den gibt es schon lange. Gell? Und ja, der Zug, der fährt nicht auf der Straße, sondern der fährt auf der Schiene. Gell? Und ja, nicht auf der ganzen Welt fährt man die gleiche Schiene. Gell? Das ist ein Problem. Gell? Oder ein anderes Problem. Gell? Wenn wir Richtung Norden fahren und wir fahren über den Brenner, gell? Dann gibt es doch das Problem, dass wir dort eine andere Stromversorgung haben. Gell? Also in Italien fahren wir da Gleichstrom, gell? Und in Österreich fahren sie dort einen lustigen Wechselstrom. Gell? Und ja, das passt da nicht zusammen, gell? Also müssen wir da Look tauschen. Gell? Die Gleise sind zum Glück gleich, gell? Aber die Look, gell? Die ist eine andere. Gell? Oder wir fahren eine Look, die beides kann. Gell? Also das gibt es dort auch. Gell? Ja, und im Netzwerkbereich, gell? Wir mussten nicht alles oder die ganze Erfahrung neu finden, gell? Also Standardisierung, die gibt es schon lange, gell? Und zwar die Telekommunikation, gell? Also das Telefon ist nicht neu, man hat schon lange durch die ganze Welt telefoniert und die Standardisierung war dort ja grundlegend, weil sonst geht es nicht mit dem Telefonieren, gell? Und im Netzwerkbereich, gell, hat man auf solche Erfahrungen aufbauen können, gell? Um dann Standards zu entwickeln, gell? Und ja, was ist denn hier also ganz wichtig, sind diese Request for Comments, gell? Also diese Request for Comments, die sind eigentlich mit dem ARPANET gestartet oder mit der Entwicklung von ARPANET 1969, gell? Also schon eine ganze Weile her. Und hier sammeln ja vor allem als Institute und Universitäten Dokumente und Diskussionen, und die sind zugänglich für andere Entwickler, Universitäten, aber auch für Betriebe, gell? Und die sind dann die Grundlage für die Standards, gell? Für die Standards, die dann das Internet definieren, gell? Und ja, das ist interessant, gell? Manchmal unterscheidet man hier nicht genau, gell? Aber auf jeden Fall aus den RFCs kommen die Standards, von denen Internet lebt, gell? Und Internet ist jetzt nicht nur das Netzwerk, das wir alle benutzen, gell? Internet ist vor allem auch ein Protokollstapel, gell? Bestehend aus vielen Protokollen, gell? Aber man nennt hier vor allem dieses TCP/IP als wichtigstes Element, das diesen Protokollstapel dann bezeichnet, gell? Und ja, diese RFCs, gell, sie sind einfach zugänglich, abrufbar, gell. Inzwischen sind es, glaube ich, über 8000 Dokumente geworden, gell. Und das ist fein, gell, diese Dokumente, man kann sie einfach holen, man kann sie downloaden, man kann sie lesen, man kann sie übersetzen, wenn man will, gell. Also, man kann mit diesen Dokumenten arbeiten und das kann jede Firma, gell. Und das bedeutet dann, dass Betriebe Entwicklungen machen können, gell, und eine Grundlage haben und wissen, das gilt auf der Welt, gell? Und das ist, ja, das ist wertvoll, gell? Mhm. Ja, es gibt in der Vergangenheit auch Beispiele von Erfolgen,
und Misserfolgen. Gell? Und das ist eine ganz interessante Sache, war die Novell. Die Novell hat in den 80er Jahren begonnen, Networking zu machen, und zwar mit dem Erfolg der PCs, gell? Also IBM-PCs, gell? In der, ja, im betrieblichen Umfeld, gell, war auch der Bedarf da, Netzwerke zu bauen, gell, weil ja der PC, gell, und vor allem erklärt auch durch die Microsoft, gell, ein Einzelplatzgerät war, gell, also für eine Person ein Arbeitsplatz, ein Computer, gell, hat diese Vernetzung gefehlt, gell, und die Novell ist hier in dieser Lücke groß geworden und hat also vor allem in den 80er und 90er Jahren sehr erfolgreich Networking gemacht in solchen ja, Umfeldern, betrieblichen Umfeldern oder auch in der Schule, gell, wo IBM-PCs vorhanden waren. Gell. Sie hat aber etwas versäumt, gell, also sie hat so ein bisschen Nabelschau gemacht, gell, hat gesagt, wir sind die Tollsten, wir sind die Größten, wir sind die Schönsten, gell, und hat dann eigentlich einen eigenen Protokollstapel auch gehabt, dieses IPX, SPX. Gell. Die Integration mit TCP/IP ist sehr spät erfolgt, gell. Also irgendwann mal in den 90er Jahren war es plötzlich dann möglich, TCP/IP zu fahren, gell. Hat ja, ja, hat dann schon funktioniert, aber nicht so toll, gell. Und zum Schluss ist die Novell untergegangen, gell. Also die Novell hat wirklich das Zeug gehabt, Großes zu machen, gell. Ist aber dann an ihrem eigenen Erfolg zugrunde gegangen, gell. Es hat auch eine andere Firma gegeben, die kennen wir alle, das ist die Microsoft, gell? Und die Microsoft, die hat Mitte der 90er Jahre einen ganz großen Schritt gemacht. Also Mitte der 90er Jahre ist Windows 95 gekommen. Windows 95, das war jetzt technisch, naja, war halt der Desktop da, gell? War eine Statusleiste da, gell? Und das hat dann die Möglichkeit gegeben, daraus ein Menü aufzurufen, gell? Okay, also nichts, was nicht irgendwo schon gegeben hätte, gell? Aber es ist ihnen gelungen, daraus einen Hype zu machen. Also ein Hype, die Leute sind angestanden, durch die im August, gell, warm war es, T-Shirts hat man bekommen, wenn man Windows 95 gekauft hat. Und das wurde ein Erfolg, gell? Und mit diesem Windows 95 wollten sie auch ein Netzwerk einführen, gell? Weil es war ja, naja, für die Microsoft hat sie gesagt, es ist eine Zumutung, dass unsere Kunden Internet benutzen müssen, gell? Wir bieten ein eigenes Netzwerk, gell? Und so haben sie damit begonnen, MSN zu kommerzialisieren, gell? Also MSN, das Microsoft Network für Microsoft Kunden, gell? Also ein paralleles Netz zu Internet. Und das Ziel, das aufgerufene Ziel war, Internet innerhalb von wenigen Jahren abzulösen. Gell? Also Internet sollte ausgelöscht werden, es sollte nur mehr MSN geben. Gell? Naja, soweit so gut. MSN ist gestartet. Gell? Internet gibt es heute noch. Gell? MSN als Netzwerkanbieter gibt es nicht mehr. Gell? Also bei uns hat man MSN ja nie gekannt als Netzwerkanbieter. Gell? In den USA hat es das gegeben. Gell? Mhm. Ja, das zur Standardisierung, gell, also gerade im Netzwerkbereich hat es auch andere gegeben, CompuServe, AOL und. Das waren alle irgendwo Netzwerkanbieter, die Networking geboten haben, die also ein eigenes privates Netz geboten haben, und Leute waren dann eben im CompuServe oder im AOL und. Und erst in einem zweiten Moment sind die alle irgendwo im Internet dann aufgegangen, und heute haben wir die Möglichkeit, mit Netzen ins Internet einzusteigen. Gell? Also wenn die Provinz heute ein Glasfasernetz betreibt und die Schule über das Glasfasernetz dann verbunden wird, dann ist das Ziel eigentlich nicht das Glasfasernetz der Provinz, sondern der Einstieg ins Internet. Gell? Und so ist es heute mit fast allen Netzen, die man irgendwo global betreibt. Gell? Mhm. Aber was ist denn wichtig? Wichtig ist, dass von all dem, was hier geblieben ist, gell, ist dieser Protokollstapel, dieses ja, diese PIP mit seinen RFCs. Gell? Das ist das Interessante. Gell? Es gibt dann auch ein paar Geschichten aus dem Bereich der Hardware zum Beispiel. Gell? Also da nochmal ein Beispiel, die 56K-Modems Ende der 90er Jahre. Toll war es. Plötzlich konnte man Dutzende von Kilobit übertragen und nicht mehr nur einzelne
Kilobits, gell, also es war schon ein Fortschritt, gell. Und da hat es einen Hersteller gegeben, US Robotics. Und US Robotics hat einen Vorstoß gemacht und hat Geräte verkauft, bevor der Standard fertig war, gell. Und eine ähnliche Geschichte ist passiert mit dem WLAN-Standard vor, ja, zwischen mehr als 10 Jahren, des 802.11n. Und dort gibt es auch schon Geräte aufgrund der Entwürfe der Standards, gell? Und das ist natürlich immer Gift für die Standards, wenn da irgendjemand, naja, einen Frühstart hinlegt, gell? Und Geräte verkauft, bevor der Standard überhaupt fertig ist, gell? Also das ist nicht sympathisch, gell? Ja, eine andere Erfolgsgeschichte ist Ethernet, gell? Inzwischen seit fast 50 Jahren, gell? Und naja, Ethernet ist offen, gell? Sind viele Firmen beteiligt, gell? Und jeder kann es lesen, jeder kann selbst dann auch Geräte entwickeln in dem Bereich. Und Ethernet ist gerade im LAN-Bereich, also in der Gebäudeverkabelung, der Standard geworden, die Technologie geworden, die man einsetzt. Also es ist, naja, außer Ethernet nichts mehr geblieben, gell? Ja, was wollen wir festhalten? Standards, gell, sind grundlegend für ein erfolgreiches Networking, gell? Nur standardisierte Protokolle, nur standardisierte Geräte, nur standardisierte Netze sind für die Zukunft tragbar, sind nachhaltig und werden überleben. Alles andere können wir irgendwo vergessen, gell? Also wenn es geschlossene Netze gibt, mein Gott, gibt es sie halt, gell, werden ihre Bedeutung haben, gell? Aber zumindest müssen sie so weit offen sein, damit man sie lesen kann, damit man selbst etwas darin entwickeln kann, gell? Und nur dann wird es hier ein Happy End geben.